Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Farbeditor und wir starten mal mit einer Grundlagenschulung. Das heißt, wie schaut der Farbeditor aus? Was kann der Farbeditor? Was kann man damit machen? Dann zeige ich euch, wie ich den in meinem Workflow benutze und dann geht es weiter mit ein paar Bonustipps. Gleich nach dem Intro geht's los. So, hallo erstmal, mein Name ist Roman Hammer und ich bin Porträtfotograf in Wien und nutze seit Jahren Capture One. Und heute geht es um den Farbeditor. Ich habe hier drei Bilder, die eigentlich dieselben sind, das sind nur Varianten davon und die habe ich bis auf eine Basis RAW-Entwicklung nur im Farbeditor bearbeitet. Und wie man das Ganze eben bearbeiten, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme dazu den Farbeditor einmal raus und zeige euch einmal, was der alles kann, beziehungsweise wie schaut dieser mal aus. Wir haben hier drei Registerkarten oder Tabs, das Basisdaten-Tab, das Erweiter-Tab und den einen für den Hautton. Die unterscheiden sich nur ganz klein wenig. Der Basisdaten-Tab, so wie er jetzt aussieht, ist seit Capture One 20 so und meiner Meinung nach auch nicht zum Besten ausgefallen. Es ist ein bisschen leichter geworden von der Optik her. Man sieht jetzt da hier, wenn man die Farbe Grün zum Beispiel auswählt, man hat die drei Slider, so wie vorher auch, nur sind diese jetzt farblich hinterlegt und man sieht gleich, was passiert, bevor man die Regler bedient, in welche Richtung das Ganze geht. Sättigung sieht man auch hier und die Luminanz kann man auch super einsehen. Im Grunde war der Farbeditor, so wie er beim Erweiter-Tab ausgesehen hat, und zwar mit so einem Farbrad drinnen, es war eine Glättung gleich zu sehen. Was das bewirkt, zeige ich euch in Kürze. Farbton, Sättigung und Helligkeit. Im Grunde hat so der Basisdaten-Tab ausgeschaut. Das hat mir jetzt vereinfacht und ich nutze den, seit der in Capture One 20 so aussieht, eigentlich eher seltener. Ich springe eigentlich meistens gleich in den Erweiter-Tab rüber, weil ich eben gern mit diesem Rad hier arbeite. Wenn man hier noch auf diesen Button draufklickt, dann kann man hier die Farbbereiche bearbeiten. Das heißt, dieses Rad, was vorher hier war, ist es einfach in einen Menüpunkt verschoben worden und bremst ein bisschen den Workflow meiner Meinung nach, weil das hätte man locker hier unten unterbringen können noch. Sei es drum, es ist so wie es ist. Schauen wir uns das Ganze einfach an. Wir haben hier eben den Farbbereich Grün. Alles, was grün oder anliegend ist, also hier hat man eine weiche Grenze zum nächsten Farbraum. Das heißt, ein bisschen Gelb ist hier auch dabei, aber nicht so sehr das. Oder ein klein wenig, schauen wir sie zum, sorry, gleich mal weg. So, klicken wir nochmal drauf. Ja, klein wenig. Wenn ich das mit dem Glättungstool erledige, dann kann ich hier diesen Farbbereich, die Kante zum nächsten Farbraum, runtersetzen. Ich kann eine harte Kante draus machen, dann werden ein paar fließende Übergänge von Farben nicht so übernommen. Wenn ich das Ganze weicher mache, dann habe ich halt ein bisschen von jeweiligen anderen Farbraum auch dabei. Ich setze das ein bisschen leichter zurück, weise das Ganze zu und jetzt kann ich hier meine Farbe bearbeiten, ohne dass das Model Einfluss drauf bekommt, wie es eben so aussieht. Ein weiterer Punkt, den man hier noch einstellen kann, dazu brauche ich eigentlich gar nicht dahergehen. Ich klicke hier einfach drauf, dann habe ich die direkte Farbauswahl, die kommt man mit der Taste D auch ganz gut hin. Wenn ich klicke, komme ich zuerst einmal auf diese
ausgewählte Farbe. Ich zeige das hier mal, Orange, dann rötlicher Ton. Wenn ich hier auf Grün klicke und gedrückt halte, dann verändert sich das Icon in so vier Pfeile. Und wenn ich das Ganze jetzt da rauf und runter bewege, verändert sich die Sättigung. Das seht ihr ganz gut hier im Bild. Wenn ich das Ganze horizontal mache, das heißt waagrecht, links oder rechts, dann verändert sich der Farbton. Jetzt müsste ich kurz mal überlegen. Ja, mit der Alt-Taste kann man mit horizontalen Bewegungen, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält und die Maustaste, dann hat man noch Einfluss auf den Luminanz der jeweiligen Farbe. Aber egal, brauchen wir nicht. Wir springen gleich einmal in den Erweiter-Tab rüber, der mir und den meisten anderen, eigentlich die mit Capture One arbeiten, besser gefällt. Hier habe ich auch meine Farbauswahl, meine Pipette, und ich habe hier meinen Farbbereich. Das ist ein bisschen genauer und ich kann hier den Sättigungsbereich der ausgewählten Farbe vergrößern, verringern, an beiden Seiten übrigens. Und ich kann den Farbbereich erweitern und verringern. Wenn ich hier so draufklicke, dann sieht man eben nur die ausgewählte Farbe. Das war so ungefähr wie vorher, wenn ich den Farbbereich hier ausgewählt habe. Hier. Dann kann ich hier das Ganze erweitern und habe hier die Farben dabei. Jetzt gehe ich ein bisschen mit der Klettung runter. So. Und jetzt kann ich meinen Farbton ändern, wenn ich möchte. Also sagen wir, jetzt haben wir Herbst, das kann ich so ein bisschen herbstlicher gestalten, das Grün weg. Das Shot war im Frühling, glaube ich. Und das Ganze mache ich gleich noch einmal. So. Man sieht das hier, solange man das hier anklickt, sieht man eigentlich immer nur diese eine Veränderung, also grün zu braun. Wenn ich das Ganze jetzt da wegklicke, dann habe ich hier bereits viel mehr im Bild und ich kann hier noch ein bisschen nachkorrigieren bzw. ein bisschen ändern das Ganze. Deswegen ja, immer kurz wegklicken und dann kann man sich das Ganze nochmal genauer anschauen. Ich habe jetzt hier aber Bereiche, die nicht ganz mitgenommen werden von meinem Farbbereich hier. Da kann ich jetzt hier trotzdem mal draufklicken. So, hier, grün. Wähle das Ganze aus. Jetzt habe ich hier meinen Farbbereich dabei. Das kann ich hier jetzt auch ein bisschen verringern, dass ich eben nur diesen Farbbereich dabei habe. Oder genau diese Farbe. Wenn das rausgeht, jetzt habe ich hier weniger Steine im Bild, die noch grün sind. Und da kann ich hier jetzt auch noch ein bisschen nacharbeiten. Ob es funktioniert, werden wir gleich sehen. Nicht ganz. Das heißt, ich muss jetzt da noch ein bisschen tricksen. Das heißt, wir haben hier oben, wie bei jedem anderen Tool in Capture One, einen Menüpunkt. Ich kann das Ganze, wenn ich jetzt da meine Farbe auswähle, dazu klicke ich die anderen Bereiche weg. Ich habe jetzt nur diese eine Farbe hier. Kann ich hier jetzt eine maskierte Ebene erstellen. Das heißt, ich habe aus meinen ausgewählten Farbbereich, wenn ich mit der Taste M drücke, dann kann ich die Maske einblenden. Sind das die Bereiche, die hier noch markiert sind. Das heißt, ich bin hier jetzt ein bisschen safe und kann meinen Farbbereich ändern, so wie ich es haben möchte. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen zurück, klicke das hier nochmal an, jetzt gehe ich in die Taste Grün hinein und kann das hier jetzt da noch einmal machen. So, diesen Farbbereich hier. Und jetzt möchte ich das Ganze noch einmal machen. Nicht so viel. So.
ganz dezent. Dann kann man Farbbereich so einstellen, dass man das Ganze nicht mehr so extrem sieht. Wenn ich das Ganze jetzt hier noch ein bisschen entsättige, sieht das schon ganz gut aus. Ich kann das natürlich auch, wenn ich hier auf den Menü-Button drücke, ich kann das auch als ICC-Profil speichern. Anwendungszweck wäre zum Beispiel, wenn ich mit meiner Kamera hauptsächlich Porträts fotografiere, on location, wo Himmel dabei ist, des Öfteren, oder ich einen gewissen Look haben will, schon im, wenn ich das RAW importiere, dann kann ich das verwenden. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Himmel türkis-zyan machen und die Hauttöne eher ins Orangene ziehen, also den typischen Teal and Orange Look, und kann das als ICC-Profil speichern und dann immer wieder verwenden. Kann ich das hier in diesem Basis-Tool-Tab, Basismerkmale, kann ich das hier dann auswählen. Ja. Das wäre dieser Menüpunkt. Ein weiterer Punkt, den ich machen kann, ich kann auch ein Preset speichern von nur diesen Farbeditor, von diesen Farben hier. Und das kann ich hier zum Beispiel machen. Benutzervoreinstellung, ich habe jetzt dann nur den Erweiter-Tab verwendet und kann ich jetzt hier speichern und das nenne ich jetzt grün zu braun. Ja, ersetzen, fertig. Jetzt kann ich das hier als Preset, kann ich hier zum Beispiel grün zu braun machen. Oder grün zu cyan. Geht ganz easy. Und so wäre das einmal die beiden Tabs. Ja? Also so kann man mal sich verschiedene Looks speichern und kann diese auch nachher immer wieder verwenden. Ich finde das ganz cool. Erleichtert ein bisschen den Workflow und man kann mehrere Bilder auf einmal bearbeiten und muss nicht immer wieder Photoshop rein, raus, sich da ein Preset abspeichern oder so. Das kann man hier auch im Capture One Pro. Ein weiterer Anwendungsbereich wäre der dritte Register-Tab, der Hautton. Und dazu habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe mir hier eine Maske erstellt für eben das Gesicht und ich habe hier ein bisschen das Make-up ausgespart. Da könnte ich jetzt hier noch ein bisschen zuarbeiten. So. Ah, falsche Taste. Ein bisschen radieren. Und könnte das hier auch machen. Je genauer ich das mache, desto gut. Und das kann ich hier genauso machen. So. Und hier genauso. Okay, jetzt wieder raus. Ich setze das Ganze jetzt einmal zurück oder ich klicke jetzt einfach hier was an. Nehme meinen Farbbereich hier. Das wäre dieserjenige welche. Das setze ich jetzt einfach zurück. Dann kann ich so auch machen, sorry. Nehme hier meine Hautfarbe auf. Die kann ich hier nehmen. Hier, je nachdem, welcher Hautton mir am besten gefällt. Jetzt nehme ich einen von der Stirn hier. Und jetzt habe ich hier meinen Farbbereich und ich kann hier schon ein bisschen das akkurater machen. Sättigung nehme ich meistens komplett mit vom ganzen Farbspektrum hier. Und dann kann ich jetzt hier Farbbereich verschieben. Ich werde das jetzt ein bisschen mehr ins Magenta schieben. Ich kann die Sättigung erhöhen. So. Und ich kann die Luminanz runtersetzen oder raufsetzen. Je nachdem, was ich machen möchte. Der Unterschied zu den anderen Tabs wäre eben beim Hautton, dass ich hier noch drei Slider habe. Farbton, Sättigung und Helligkeit. Und hier kann ich ebenfalls den Farbton komplett angleichen von meinem markierten Bereich. Die Sättigung.
oder die Helligkeit. Macht aber, also wenn man das übertreibt, macht das nicht wirklich Sinn, weil das so schnell unnatürlich ausschaut. Das heißt, ich taste mich da ein bisschen immer ran. Hautton, Farbton, und dann setze ich ihn langsam zurück, bis ich sage, okay, jetzt passt es für mich. Das wäre so hier ungefähr. Und das Ganze mache ich bei der Sättigung jetzt auch. Jetzt gehe ich hier retour. So. Und ein bisschen bei der Helligkeit könnte ich auch nehmen. Und wir haben den Hautton bearbeitet. Normalerweise übertrage ich die Bilder dann auf das, also die Einstellung aufs nächste Bild. Ich brauche dann nur die Maske nachzeichnen und habe den exakt denselben Farbton und die selbe Homogenität. Und ich könnte das hier jetzt hier auch einfach speichern. Hautton speichern. Das nenne ich jetzt Laura. Speichern. Das wäre jetzt einmal der Part. Dann habe ich jetzt hier noch eine Ebene für den Hintergrund. Ich muss zwar jetzt ehrlich hinzugeben, den Hintergrund habe, der ist gräulich blau. Den habe ich meines Wissens nach mit der Tonwertkorrektur angepasst ein wenig. Hier müsste das sein, ja. Jetzt kann ich das Ganze in dem Bereich hier machen. Und gehe jetzt hier einfach her und schiebe ein bisschen Sättigung rein. Hier genauso. Und kann hier auch dementsprechend Hintergrund bearbeiten. Das wäre so die Bonustipps, was man machen kann, was man nicht machen kann. Was der Farbeditor eben nicht kann, wenn es komplett entsättigt ist, dass man eine Farbe hinzufügt, das geht nicht. Also ein bisschen Farbe müsste schon hinzugekommen sein oder müsste schon vorhanden sein, dass es zu bearbeiten geht. Des Weiteren, ja, ich würde sagen, das war mal der Farbeditor. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt Daumen hoch, abonniert den Kanal und drückt auch die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet beim nächsten Video. Als nächstes schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr einige Links, unter anderem zu meinem Telegram-Kanal und zu meiner Facebook-Gruppe. Hier werdet ihr benachrichtigt über die aktuellen Blogartikel von mir oder neue Videos und auch zu aktuellen Kampagnen. Wo wir gerade bei aktueller Kampagne sind, ist aktuell läuft bei Phase One die Pre-Order-Kampagne. Das heißt, wenn ihr Capture One 12, 11 oder 10 habt, dann habt ihr die Möglichkeit, Capture One 20 zu kaufen und habt das Upgrade auf die nächste Version, Capture One 21, dabei. Alle anderen, die bereits Capture One 20 haben, für die gibt es als Treue-Rabatt eben minus 20% plus ein kostenloses Style-Pack. Hier müsst ihr aber unten Pre-Order 2020 eingeben, dann bekommt ihr den Rabatt und dann bald die nächste Version von Capture One. Ich verlinke den Artikel in der Videobeschreibung, dann könnt ihr nochmal drauf sehen. Das wäre es einmal zum Farbeditor, zur nächsten Kampagne. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.